Schade, das bleibt eigentlich mein Drink. Entschuldige. Ja. Was spinnst du? Eine Runde aushauen. Was machst denn du hier? Du hast mich total erschreckt. Und wieso gibt dir Martina meinen Ersatzschlüssel? Was ist denn los? Das soll dir meine Mama erklären. Ui. Okay. Wir sprechen später. Und du fasst nichts an. Ja? Ja, klar. Jessica Dahm, laut ihrer Papiere 17 Jahre. Ein Jäger hat sie heute Morgen gefunden. Die ist übrigens die Tochter von Ludwig Dahm, diesem Landtagsabgeordneten. Ludwig Dahm, da blüht uns was. So. Ja. Kolle ist bei dir? Ja. Was ist denn los? Das fragt sie selber. Unfall mit Fahrerflip? Sieht ganz danach aus. Auf der Straße haben wir Glassplitter sicherstellen können und an dem Motorroller schwarze Lackabriebsspuren. Guten Morgen. Todesursache, stumpfes Schädeltrauma, vermutlich infolge des Sturzes. Wenn sie ihren Helm getragen hätte, wären die Verletzungen sicherlich nicht letal gewesen. Wie tragisch, sie wird ja ansonsten völlig unverletzt. Ist sie wegen des Unfalls hier in der Wiese gelandet? Sie ja, der Motorroller nein. Den hat nachträglich jemand hierher befördert. Vermutlich der Unfallverursacher. Todeszeitpunkt? Zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Genaueres nach der Obduktion. Will meine geschätzten Kollegin nicht vorgreifen, aber ab 1:30 ist sie nicht mehr an ihr Handy gegangen. Eine gewisse Merle hat mehrfach versucht, sie anzurufen. Nico soll versuchen, die Adresse zu ermitteln und sie einbestellen. Geht klar. Hör mal, auf dem Weg hierher, da sind mir so Pappschilder aufgefallen, so selbstgemalte. Von einer Party oder sowas. Vielleicht kam sie ja daher. Magst du es überprüfen? Bin unterwegs. Anna, wir fahren zu den Eltern. Danke. Ich bin noch bis 1:30 aufgeblieben. Man macht sich ja so seine Sorgen. Aber das... Martina Seifert, Kripo Stuttgart, das ist meine Kollegin Anna Badosi. Sind Sie Johannes? Deswegen Mama. Jessie? Sie hatte einen Verkehrsunfall. Nach der Party. Das Schwein hat sie einfach im Graben liegen lassen.
Ich bin vor der Glotze eingepennt. Ich wollte auch auf die Party. Vielleicht wäre das dann nicht passiert. War Ihre Schwester auf der Party mit jemandem verabredet? Bestimmt. Mit Merle oder Dominik. Wer ist das? Merle Otto ist ihre beste Freundin und Dominik Scheidt ihr Freund. Haben die Telefonnummern oder vielleicht sogar Adressen? Ja, Moment, ich hole mein Handy. Danke. Tut mir leid, dass wir uns jetzt hier so umsehen müssen. Ist das Merle Otto? Meine Frau könnte das sicher beantworten. Wo ist Ihre Frau? Zur Kur. Das wird ein Schock für Sie. Ja, wir sehen hier das Video von der Party. Und zwar ein Streit zwischen Jessica Dahm, dem Opfer, und Dominik Scheidt, ihrem Freund. Und das habe ich von einem anwesenden Schüler. Das Video wurde um 0.56 Uhr aufgezeichnet. Unmittelbar vor dem tödlichen Unfall. Danke, Joe. Jessica wurde mit einem schwarzen Wagen angefahren und der Fahrer hat dann Fahrerflucht begangen. Dominik Scheidt fährt auch einen schwarzen Wagen. Und er war der Einzige, der zur fraglichen Tatzeit die Party verlassen hat. Das bestätigen auch die Zeugen. Und er sei stinksauer gewesen. Frau Badosi, Ihre Meinung? Gehen wir davon aus, Dominik ist wütend und fühlt sich gedemütigt. Er will Jessica zur Rede stellen, deswegen fährt er ihr hinterher. Weil er aber betrunken ist und emotional erregt, verliert er die Kontrolle über den Wagen. Es kommt zum Unfall, Jessica stürzt, ist bewusstlos. Und Dominik verliert die Nerven. Eventuell fürchtet er auch, dass man ihm wegen dieses Streits auf der Party Absicht unterstellt. Also entschließt sich der Junge, den Roller im Graben verschwinden zu lassen. Können wir diesen Dominik heute noch hier haben, mit seinem Auto? Ich denke mal, das ist möglich. Diese Stuggi-Schüler-Sanne, was ist denn das? Das ist so ein soziales Netzwerk im Internet, speziell für Stuttgarter Schüler. Könntest du dich da mal umsehen? Soweit ich weiß, muss man dafür jemand eingeladen werden. Also juristisch korrekt. Ne? Ich schicke dir eine Einladung. Wie, du hast deinen Account? Hast du Merle Otto schon einbestellt? Ja. Gut. Los. Ich finde es total nett von Cordula, dass sie dir eine Einladung schickt. Eine andere Mutter. Was? Wer denn? Ich habe meine Einladung von einer anderen Mutter bekommen. Aber ich dachte, Stuggi-Schüler.de ist ein Schülerforum. Joe, lass gut sein. Dominik, das Problem ist, dass Jessica unmittelbar danach einen Unfall hatte. Es geschieht dir recht. Wie bitte? Nichts. Und jetzt behauptet sie, dass ich damit was zu tun habe, oder was? Jessica Dahm behauptet gar nichts mehr. Sie ist tot. Sie ist tot? Sie verarschen mich. Sie verarschen mich, oder? Sie ist nicht tot! Sie ist nicht tot! Ist leider wahr. Wurde heute Morgen im Straßengraben gefunden. Merle? Merle, sollen wir fortsetzen? Jessie und ich, wir wollten uns eigentlich noch auf einer anderen Party treffen. Sie ist aber nicht gekommen. Da habe ich versucht, sie anzurufen. Jessica wollte mit dir noch auf eine andere Party, obwohl du kurz vorher mit ihrem Freund rumgeknutscht hast? Nein, es war genau umgekehrt. Sie hat mit mir rumgemacht, okay? Ich war total besoffen. Jan? Wirklich. Ist interessant, ja, ich danke dir. Gut. Was ist denn?
Ach, das war unsere kriminaltechnische Abteilung. Wir haben an deinem Wagen auf der Beifahrerseite einen Kratzer gefunden. Und der korrespondiert fatalerweise hiermit. Dominik. Okay. Ja, ich bin ihr nachgefahren. Dann hat sie plötzlich angehalten. Ich wollte einfach nur mit ihr reden. Sag mal, bist du bescheuert? Hast du einen Arsch offen oder was? Komm schon, ich will nur mit dir reden, okay? Das ist total gefährlich, du spinnst wohl. Komm schon, beruhig dich, was ist denn los mit dir? Ich will nicht mit dir reden, okay? Ich will nämlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, und dann ist sie aggressiv geworden. Und ist volle Kanne mit dem Auto gefahren. Sie wollte mir auch noch die Schuld daran geben. Und was ist dann passiert? Hast du dir dann eins über den Schädel gezogen, oder was? Scheiße, nein! Wir nicht ihnen was antun können, wir haben uns geliebt, okay? Ich bin nach Hause gefahren und Ende. Jessie wollte mit Domi Schluss machen. Er war ihr zu langweilig, zu soft. Sollt ihr dabei helfen, damit sie vor den anderen nicht doof dasteht? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, Domi ist super beliebt bei uns in der Clique. Da hat Jessie einen Grund dazu gebracht, um ihn abzuschießen. Sonst hätten alle Domi getröstet und sie wäre die Böse gewesen. Und den Grund hast du ihr dann geliefert? Das war Jessies Idee. Der anderen Party da war so ein süßer Typ, auf den sie stand. Mir hat sie versprochen, wenn ich mit Domi rummache, dann nimmt sie mich mit. Auf eine Studentenparty. Sie war so verliebt in mich. Ich tue ihr so eine Scheiße an. Dann noch mit Merle. Sieht nicht gut aus für Sie. Den Wagen werden wir hier behalten für weitere Untersuchungen. Und Sie sind festgenommen. Ich bin festgenommen. Ich habe Ihnen nichts getan, okay? Ich habe Ihnen nichts getan! Domi hat das Jessie angetan. Der war total betrunken und endsau wegen der Sache auf der Party. Wann bist du nach Hause gekommen? So gegen 2. Kann es jemand bezeugen? Mein Papa. Der hat noch ferngesehen. Glaubst du wirklich, dieser Junge ist so kaltschnäuzig, dass er seine Freundin bewusstlos im Graben liegen lässt? Die Indizien sprechen gegen ihn. Weißt du auch? Ja, aber da muss er mehr dahinter stecken als diese Knuscherei bei der Party. Weißt du? Richard, wir machen gerade Feierabend. Nein, die Maus hat sich bei mir auch nicht gemeldet, aber sie ist bei Joe. Mhm. Und es stört ihn nicht. Nur wir beide? Das ist eine gute Idee. Ich freue mich auch. Bis gleich. Aber ich dachte, du wolltest vielleicht erstmal mit zu mir kommen. Wieso? Um dich mit Cordula auszusprechen. Die weiß doch, wo wir wohnen. Ach, du schaltest es auf stur und ich darf die Sache ausbaden, oder wie? Du musstest sie ja nicht aufnehmen. Schönen Abend. Was hätte ich denn tun sollen? Hey! Hier geht's vielleicht ein bisschen leiser. Hi! Wegen der zahlreichen Nachbarn, oder wie? Nein, wegen der Hochtöne. Oh. Die habe ich alphabetisch sortiert. Damit du sie schneller findest. Du hast was? Alphabetisch? Ich hab dich schon verstanden, aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass da schon eine Ordnung drin war? Welche denn? Na, in der Reihenfolge, wie ich sie mir gekauft habe, historisch sozusagen. Was ist denn das für eine Ordnung? Na, meine. Okay. Da du schon hier wohnst, würde ich es wirklich begrüßen, wenn du die Finger von meinen Sachen lässt. Haben wir uns da verstanden? Wir müssen sowieso mal sprechen. Klar. Über? Wie Tagebuch lesen. Ich gehe nicht nach Hause, bevor sie sich nicht entschuldigt hat. Hey, ich verstehe dich. Sag mal,
Kann es sein, dass das mein Hemd ist? Mhm, super, oder? So ein bisschen so 80er-Jahre-Style. 80er-Jahre-Style. Morgen, Jan. Was hast du rausgefunden? Buongiorno. Oh, grazie. Also hier. Die Beschädigungen passen 100% zu denen von Jessica Dahms Roller. Aber das hier, das ist das typische Schadensmuster einer Streifenkollision. Also, wenn beide Fahrzeuge sich bewegen. Und das ist das zu erwartende Schadensbild, wenn eins der Fahrzeuge steht. Mhm. Hier, beachte die Schrammspuren. Aufwand übereinstimmt. Hm? Das heißt? Der Junge hat die Wahrheit gesagt. Zumindest was den Unfall betrifft. Jessica Dahm ist ihm ins stehende Auto gerauscht. Entschuldigung. Oh, hat Cordula das Bad besetzt? Das bin ich gewohnt, aber sie hat abgesperrt. Braves Mädchen. Also, wie ich vermutete. Ein gedecktes Schädelhirntrauma dritten Grades in der hinteren Okzipitalregion mit interzerebralen Blutungen. Und dadurch die Bildung eines epiduralen Hämatoms. Auslösendes Moment, eine Impressionsfraktur der hinteren Schädelpartie. Mhm. Und für Normalsterbliche? Schädelbruch mit Hirnblutung. Danke. Durch den Unfall? In den meisten Fällen ist bei einem schweren Schädelhirntrauma infolge eines Unfalls von erheblichen Begleitverletzungen auszugehen. Aber das ist hier nicht der Fall. Jetzt wird's aber interessant. Die punktuelle Ausprägung und der Verlauf der Fraktur sowie mineralische Rückstände in der Wunde lassen nur einen einzigen Schluss zu. Sie wurde von hinten unter Zuhilfenahme eines Steins erschlagen. Das heißt, wir haben es gar nicht mit einem Unfall zu tun. Eindeutig Totschlag. Damit scheidet die Fahrerfluchtvariante als Tatergang erst recht aus. Ja, was aber den Dominik gescheit nicht entlastet. Jessica Dahm fährt dem Jungen ins Auto und stürzt dabei. Dieser Dominik rastet aus, nimmt einen Stein und bumm! Seine Freundin erschlagen, weil sie ihm das Auto beschädigt hat? Ein Szenario. Vergiss nicht die anderen Demütigungen. Arnaud soll wegen der Tatwaffe nochmal ein Team zum Tatort schicken. Das läuft schon. Rico, hast du die Untersuchung des Handys abgeschlossen? Ja, selbstverständlich. Jessica hat in der Vergangenheit mehrfach eine nicht gespeicherte Rufnummer angerufen. Die Verbindung zu dieser Rufnummer dauerten jeweils nur ein paar Sekunden. Aber ein paar Stunden vor ihrem Tod wurde sie eben von dieser Rufnummer zurückgerufen. Und dieses Mal dauerte das Gespräch fast eine Stunde. Und jetzt ratet mal, wem die Rufnummer gehört. Ihrem Klassenlehrer Markus Jäger. Schau, wir finden Sie mal raus, wo wir diesen Jäger antreffen können. Und fühl Dominik noch mal auf den Zahn. Ich will wissen, was der dazu sagt. Gibt's noch andere brauchbare Daten auf dem Handy? Nö. Jemand muss die Dams davon unterrichten, dass ihre Tochter vermutlich ermordet wurde. Das mache ich, Dame und ich, wir kennen uns flüchtig. Danke. Ich hoffe nur, er wird mit dieser neuen Information nicht unsere Ermittlungen gefährden. Dame hat nämlich für heute Abend eine Pressekonferenz im Fernsehen angekündigt. Das kannst du vergessen, Fräuleinchen. Ich werde mich bestimmt nicht bei dir entschuldigen. Ja, von mir aus. Kann ich verstehen. Cordula, ich muss los. Tschüss. Darf ich? Ja, sicher. Habt ihr Jägers Adresse? Ja, yeah, unter anderem. Er trainiert tatsächlich eine Jugendmannschaft eines Fußballclubs, TSV Stuttgart Süd. Das Training hat vor ein paar Minuten begonnen. Gut, Anna und ich übernehmen das. Und Merle Otto, als Jessys beste Freundin, kann uns da sicher auch was zu sagen. Magst du das nicht übernehmen? Du hast doch gerade so einen guten Draht zur weiblichen Jugend. Und das ganz ohne Studi-Schüler-Account. Mein Ernst, Martina, was du da gemacht hast, dich in Cordulas Account einzuhacken, das ist ungefähr sowas wie Tagebuch lesen. Da kann ich sie auch verstehen. Das ist Eingriff in ihre Privatsphäre. Ich habe drüber geredet. Das heißt, sie hat dir den Rest nicht erzählt. Sie hat Fotos von unserem letzten Strandurlaub auf Stuggeschüler eingestellt. Ja und? Siehst du da irgendwie unvorteilhaft drauf aus? Nee. Du, darum geht's doch gar nicht. Cordula muss lernen, die Privatsphäre anderer Leute zu achten. Und außerdem ist sie auf einigen Fotos eindeutig als meine Tochter zu identifizieren. Das ist nebenbei auch noch gefährlich. Da gebe ich dir recht. Siehst du. Ich räume das dann weg. Danke. Ja, ruhig mal raufhauen. Huh?
Okay, Jungs. Vielen Dank, Feierabend. Genau. Bitte die Bälle einsammeln und dann ab unter die Dusche. Hallo. Hallo. Ist die Decke zu Hause auf den Kopf gefallen? Kann ich verstehen. Wie geht's Ihnen? Meine Schwester wurde ermordet. Soll es mir da schon gehen? Scheiße. Ärger? Nein. Genauer gesagt, erschlagen mit einem Stein. Wie nett sagen Sie das ich? Das ist doch Schwachsinn. Wir waren ein Paar, okay? Nee, das ist Blödsinn. Sie wollte Schluss mit dir machen. Quatsch. So Schwachsinn. Hast du das nicht gewusst? Die ganze Sache auf der Party, die war abgesprochen zwischen Merle und Jessica. Dominik, die Mädels haben dich total verarscht. Jessica hat dir das erzählt, abends auf der Straße. Da sind die Pferde mit dir durchgegangen. Den Stein gegriffen? Nein. Nein, Mann, ich war das nicht. Verstehe. Vielleicht hast du auch rausgekriegt, dass deine Freundin öfter mal mit ihrem Klassenlehrer telefoniert hat, heimlich. Lief da was zwischen den beiden? Jesse und der Jäger. Schwachsinn, der Alte ist doch ein Schwuli. Ist das so? Ja klar, das weiß jeder. Das ist ein alter Knabengrabscher. Du willst also sagen, dass der Typ euch angefasst hat, ja? Euch Jungs. Ja, halt so bei Hilfestellung im Sportunterricht. Am Anfang haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht, aber dann ist der Film aufgetaucht. Was ist für ein Film? Im Netz, eine Warnung vor dem Jäger. Er hat dann darauf geachtet und es stimmt halt schon. Bist du sicher? Ja klar. Es gab auch eine Riesendiskussion bei Lehrerzensuren.de. Die Noten vom Jäger gingen dann erstmal krass in den Keller. Lehrerzensuren.de, ja? Das ist ein Forum im Internet, wo Schüler ihre Lehrer bewerten können. Und wer hat den Film gemacht? Die nennen sich Club der Hexen. Oder sowas. Und wer steckt dahinter? Keine Ahnung. Mich haben die auch schon gemobbt. Scheint ein Hobby von denen zu sein, Leute fertig zu machen. Viele sind schon extrem angepisst. Herr Jäger? Seifert. Repo Stuttgart. Guten Tag. Sie kommen wegen Jessica Dahmer, richtig? Ja. Ich habe schon gehört. Schlimme Sache. In der Tat. In welchem Verhältnis standen Sie zu ihr? Sie war meine Schülerin. Mehr nicht. Mehr nicht? Sie haben ihre Handyverbindungen überprüft und sie hat sie in letzter Zeit öfter angerufen. Mein Handy klingelt. Ich gehe ran. Klack. Aufgelegt. Telefonserver. Oder irgendwelche Pizzaboten oder Taxen stehen vor meiner Tür, die ich nicht geordert habe. Ja, und Bestellungen von Erotikversandhäusern bekomme ich auch. Und Sie glauben, dahinter steckte Jessica Dahm. Warum? Weil sie mit Zurückweisung offensichtlich nicht umgehen konnte. Wie soll ich das verstehen? Naja, Jessica zeigt in allem, was sie tat, einen übertriebenen Ehrgeiz. Sie hatte alle Mühe, ihre amorösen Avancen abzuwehren. Ich denke, sie wollte schlichtweg eine bessere Note. Warum haben Sie sie vorgestern angerufen? Genau deshalb. Na, ich wollte versuchen, vernünftig mit ihr über diese Angelegenheit zu reden. Wo waren Sie vorgestern zwischen Mitternacht und 2 Uhr? Zu Hause. Allein? Ja, allein. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Das stammt von stugischüler.de, kursiert aber auch auf allen anderen Schülerseiten im Netz. Vorsicht, Knabengrabscher. Mhm.
Das Video wurde vor 2 Wochen hochgeladen, exakt an dem Tag, an dem Jessica da mit dem Telefonterror bei ihrem Lehrer begonnen hat. Das ist doch kein Zufall. Nee. Hast du denn jetzt rausfinden können, wer dieses Video hergestellt hat? Der Club der Hexen? Das sind ja wohl zumindest Jessica Dahm und ihre beste Freundin Merle Otto. Die müsste jeden Moment hier sein. Gut. Klar kenne ich den Film. Und? Hast du was damit zu tun? Merle, wir haben mit Herrn Jäger gesprochen. Jessica hat sich da in was hineingesteigert. Wie meinen Sie das? Jessica war hinter eurem Lehrer her. Das hätte der wohl gerne. Der Jäger hat Jessie angegraben. Voll widerlich. Sie hat mir alles erzählt. Sie hatte voll gelitten. Deshalb haben wir diesen Film gemacht. Damit er sie endlich in Ruhe lässt. Markus Jäger war nicht homosexuell. Der Club der Hexen. Das waren Sie und Jessica Dahm, sonst noch jemand. Und die Anrufe? Muss ich wirklich Ihren Verbindungsnachweis anfordern? Okay. Das mit dem Telefonterror war Jessies Idee. Ich habe das nur 2 oder 3 Mal gemacht. Glauben Sie, der Jäger hat sich gerecht? Immerhin hat er jetzt ein Disti an den Haken. Wir haben Zeugen, die ausgesagt haben, sie hätten Jessica Dahm nachgestellt. Wer sagt das? Merle? Die hätte sich davon fahren in den Zug geworfen, wenn Jessica das verlangt hätte. Jessica Dahm hat sich mir in den Hals geworfen. Und nicht umgekehrt. Warum haben Sie mir nichts von dem Film erzählt? Ich bitte Sie. Wenn ich Ihnen jede Beleidigung und Verleumdung, die meine Schüler über mich ins Netz stellen, erzähle, dann sitzen wir morgen noch hier. Herr Jäger, Sie hatten heute ein Gespräch mit dem Direktor Ihrer Schule. Sie stehen kurz vor einem Disziplinarverfahren. Wissen Sie eigentlich, was los ist in Zeiten von Lehrerzensuren und Stucki-Schüler? Da wird im Schutze der Anonymität gemobbt, beleidigt, verhöhnt. In dem Fall wussten Sie aber, wer es war. Sie haben... Frau Seifert? Was gibt's denn? Sie haben an dem Abend Jessica angerufen. Haben Sie sich mit ihr verabredet, um die Sache zu klären? Wollen Sie meinen Mord anhängen? Wenn Sie etwas recherchieren, dann werden Sie herausfinden, dass sie nicht der Einzige war, den der Club der Hexen gemobbt hat. Jessica Dahm war, soweit mir bekannt ist, nicht sonderlich beliebt. Außer bei den Jungs meiner Fußballmannschaft. Herr Jäger kann gehen. Sie wurden zur Tatzeit von Nachbarn auf ihrem Balkon rauchen gesehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wir müssen rausfinden, wen die Mädchen noch alles gemobbt haben. Ja. Wir sollten uns noch mal genauer in Jessicas Zimmer umsehen. Haben Sie neue Ermittlungsergebnisse? Bisher nicht. Verdächtige? Entschuldigen Sie mich bitte. Aber Sie müssen doch irgendeinen Ansatz haben, in welche Richtung Sie ermitteln. Herr Dahm, davon geht's nicht schneller. Bitte. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich suchen. Entschuldigung, Ihre Frau ist noch nicht zurück? Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Wir haben uns entschlossen, es ist besser, wenn sie in cool bleibt. Da braucht man einen Schlüssel für. Versuch's mal damit. Das machst du nicht zum ersten Mal. Passt. Die gucken wir uns mal an. Und von den Handyspeicherkarten hier fehlt eine. Ist die im Rechner? Nee. Da muss Jan hier nochmal alles durchgehen. Das gibt's doch nicht. Danke, Jan. Er hat alles auf den Kopf gestellt, nichts. Wo ist diese Speicherkarte? In Jessicas Handy war sie auch nicht.
Okay, ihr denkt also, auf dieser Speicherkarte ist etwas, was irgendjemand unbedingt haben wollte, ja? Ja, oder verhindern will, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Wir denken, der Täter hat sie an sich genommen oder Jessica hat sie sehr gut versteckt. Guten Morgen. Bist du mit Jessicas Computer weitergekommen? Ja, nichts Ungewöhnliches. Sander, machen Sie mal den Fernseher an. Darms Pressekonferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Presse, vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ich möchte Ihnen allen sowie den Wählerinnen und Wählern und den Mitgliedern der Opposition recht herzlich für Ihre aufrichtige Anteilnahme danken. Wie auch Sie sind wir alle davon ausgegangen, dass Jessica das Opfer eines Unfalls wurde. Aber wie mir der Kriminaldirektor Kaiser heute Morgen persönlich mitteilte, wurde sie ermordet. Ich habe mich nach langem Ringen dazu entschlossen, trotzdem mein Mandat nicht niederzulegen, sondern vielmehr vor der nächsten Landtagswahl als Parteivorsitzender zu kandidieren, um dieses Land in eine sichere Zukunft zu führen. Scheiße, das Feierabend für heute. Hey, dieser Darm, erst verhindert er unsere Ermittlungen und jetzt versucht er auch noch politisches Kapital aus der Sache zu schlagen. Johannes scheint mir zu der Sache auch eher genötigt worden zu sein. The show must go on. Bis morgen. Wünsche dir einen schönen Abend. So gute Laune? Ah, ich hab ein Bett. Mit Cordula? Nee, mit einer Claire. Kenn ich die. Kannst du ja mal fragen. Hallo Claire. Hey! Claire! Hey! Ich hab mir noch was zu Wort. Hallo? Hallo? Ich hab aufgelegt. Doch kein Geld. Wie sieht dich so aus? Du hast gekocht, ja. Naja, ich hab's zumindest mal versucht. Du sag mal, eine Frage, hat hier eine Claire angerufen? Claire? Ach so, ja. Die war meine Zicke. Total affig. Echt? Was hast du ihr denn gesagt? Dass ich Cordula bin und hier wohne. Vorübergehend. Tust du mir bitte einen Gefallen? Klar. Geh bitte nie wieder an mein Telefon. Das will mir gar nichts. Schmeckt sogar. Okay, pass auf, ich will jetzt nicht wieder damit anfangen. Aber Martina hat mir alles erzählt. Na toll. Hättest du ja wenigstens fragen können, ob sie recht ist, dass ihre Urlaubsfotos für jedermann im Netz zugänglich sind. Joe, das machen heutzutage alle so. Aber das ist doch keine Begründung. Sie hat es ja nur gesehen, weil sie sich auf meine Studi-Schülerseite eingeschlichen hat. Martina wollte ganz sicherlich nicht dein Vertrauen missbrauchen. Sie muss immer die Hauptkommissarin raushängen lassen. Auch zu Hause. Aber weißt du eigentlich, wie viele Fälle wir mit Pädophilen haben, die sich auf genau solchen Seiten ihre Opfer raussuchen? Ihr stellt da irgendwelche Bilder ins Netz und habt überhaupt gar keine Ahnung, wer das sieht und was die Leute damit machen. Für irgendeinen kranken Typen ist das wie ein Versandhauskatalog. Martina hat sich nur Sorgen um dich gemacht. Sie soll sich trotzdem erst entschuldigen. Okay. Ich rede mit dir. Der Herr ist schon wach. Und ein bisschen im Stress? Jan hat den Stein gefunden, mit dem Jessica Darm erschlagen wurde. Es sind aber leider keine verwertbaren Täterspuren drauf. Mist. Wo ist Joe? Praktisch schon auf dem Weg. Der Club der Hexen, der bestand tatsächlich nur aus Merle Otto und Jessica Darm. Ich habe das überprüft. Und dieser Lehrer, der hatte recht, der war nicht der Einzige, der von den beiden gemobbt worden ist. Letztes Jahr hatten sie sich vor allem auf einen eingeschossen. Frieda Scheuerle. Wer ist das? Das ist ein Schüler aus dem Nachbargymnasium. Und die Jessica Darm, die hat sich beim Mobben wirklich besonders hervorgetan. Dann lass den jungen Mann doch mal hier erscheinen. Nee, das geht nicht. Weil der ist tot. Hat sich umgebracht vor 3 Monaten. Schwuli, Tunte, Friede bessert sich sein Taschengeld im Schlossgarten auf. Und so weiter und so weiter. Alles gepostet auf stugischüler.de. Absender Club der Hexen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Der Friede war doch einfach nur ein Schüler aus eurem Nachbargymnasium. Der hat euch nichts getan. Und aus irgendwelchen absurden Gründen habt ihr beiden beschlossen, ihn fertig zu machen. Merle, du und Jessica, ihr tragt die moralische Mitschuld am Tod dieses Jungen. Jessie musste immer übertreiben. Du offensichtlich auch.
Kann doch keiner wissen, dass die Tucke sich gleich umbringt. Und das alles nur, weil er was mit Jessys Bruder hatte. Johannes, ich muss Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Das ist absurd. Mein Sohn mit einem anderen Jungen. Sag was dazu. Johannes? Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Weißt du, was du mir damit antust? Ich habe meine Schwester gehasst. Sie hat Frieda fertig gemacht. Sie haben nicht zu ihm gestanden. Sie haben meinen Vater ja erlebt. Und ihre Mutter? Ihre Mutter ist nicht in Kur. Nein. Auf Entzug. Mein Vater hatte letztes Jahr mal wieder eine Affäre. Mama ist dann rückfällig geworden. Tabletten. Ihre Schwester hat gedroht, sie zu outen? Ja. Jessie war nichts heilig. Weder Familie noch Freundschaften. Weder zu Dominik noch zu Merle. Obwohl Merle ihre beste Freundin war? An dem Abend, als Jessie sich im Bad fertig gemacht hat für die Party, habe ich mir ihr Handy geschnappt. Und? Da waren Bilder von Merle drauf. Voll gesoffen mit eindeutigen Posen. Halbnackt in unserem Wohnzimmer. Self-Shot-Pics nennt man das. Das ist voll angesagt. Davon gibt's ganze Seiten im Internet. Oft posten dort auch Jungs aus Rache Nacktbilder von ihren Ex-Freundinnen. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Sie sehen da einen Zusammenhang? Sie meinen, Merle hat meine Schwester... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Merle hat meine Schwester vergöttert, weiß der Teufel warum. Johannes, wir sind auf der Suche nach einer Speicherkarte aus Jessicas Handy. Da sind wahrscheinlich genau diese Bilder drauf. Hatte Jessica ein bestimmtes Versteck für sowas? Meinen Sie die hier? Schau ruhig hin. Die Fotos von dir sind nicht ganz jugendfrei. Und? Macht doch heute jeder. Hast du dich deswegen mit Jessie gestritten? Auf der Landstraße? Ich hab doch schon gesagt, wo ich war. Du bist direkt nach Jessica und Dominik von der Party verschwunden, um den beiden zu folgen. Quatsch. Ich bin in die andere Richtung gefahren. Ich war auf der Studentenparty. Merle, an dem Abend war dein Handy zu dem fraglichen Zeitpunkt in die gleiche Mobilfunknetzwabe eingewählt wie Jessicas. Wir haben das überprüft. Was ist passiert? Jessica hatte kein Recht, um mit dir umzugehen. Sie hat dich nur ausgenutzt. Wie stehst du denn jetzt da? Als kleine Schlampe, die mit Jessicas Freund rumgemacht hat? Beste Freundinnen machen das nicht. Aber sie hatte dich in der Hand wegen der Fotos, oder? Ich hab das nicht mehr ausgehalten. Die Fotos waren mir schon am nächsten Morgen ultra peinlich. Jessica hat gesagt, sie wird die Fotos löschen, aber sie hat es nicht gemacht. Erst dachte ich, das wäre einer von Jessys Späßen, aber dann hat sie mich erpresst. Ich poste die Fotos auf Stucki-Schüler und so.
dem Abend. Da wollte sie mir den Chip geben. So eine Kacke! Mann, Merle, guck dir die Scheiße an! Wie soll ich denn jetzt auf die Party kommen? So ein Vollidiot! Jetzt gib mir den Chip, dann fahr ich nach Hause. Wie, du kommst nicht mit? Nee, danke. Ich bin bedient. Dein Pech. Das sind super süße Typen. Was ist denn jetzt? Sag nicht, du hast die nicht bei. Man, nerv mich nicht. Ich hab den extra reingemacht, bevor ich duschen gegangen bin. Ich finde das jetzt voll scheiße. Ist doch mal wieder so eine Masche von dir. Nein, ist es nicht. Vielleicht ist er mir hier irgendwo rausgefallen. Hilf mir doch einfach suchen. Mann, Jesse! Erzähl mir keinen Scheiß! Was ist mir versprochen? Da dieser Stein. Ich habe ihn hochgenommen. Ich weiß bis heute nicht warum. Sie hatte den Chip wirklich nicht. Cordula. Hallo. Fertig? Ja. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast dir nur Sorgen gemacht. Komm her. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Tja, sie kann ja auch nicht für immer hier wohnen bleiben, oder? Also komm her. Aber so sauber und ordentlich war das hier schon lange nicht mehr. Siehst du? Ja, ja. Und jetzt ab. Danke. Gern geschehen. Ah. Annabelle hat angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich deine Tochter bin. Du kannst manchmal so blöd gucken, Joe. Hey, jetzt raus, ja?